Hallo und willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Tomato. So. Wir haben mit dem Yufumi Yamada geredet. Dem ultimativen Fanfic Creator. Und jetzt reden wir mal mit dem anderen ultimativen Falcon Main. Chris. Hi. Sorry. Chris, warum muss ich so vorstellen? Weil du der ultimative Falcon Main bist. Du bist der ultimative Tambourine-Boy oder ein ultimativer. Das bist du Veganer. Auch! Aber du bist an dieser Schule, weil du der ultimative Falco-Main bist. Okay. Hallo, ich bin der ultimative Falco-Main. So. Up-Tilt. Die Person, die mir das Spiel geschickt hat und mich dazu gezwungen hat, mit der Peitsche das zu Let's Playen, ist hier. Hi. So, als nächstes, wir haben mit dem ultimativen Fanfic-Creator geredet, die Sachen angeschaut und jetzt reden wir mit den anderen vier Leuten. Zuerst Leon Kuwata. Ja, Leon Kuwata. Ich denke, ich muss ihn ein bisschen... Yo, was geht ab, Leon? Yeah. Ich glaube, er will einen Hals umdrehen. Halt, ne, Aggressionsprobleme. So, das ist der ultimative aggressive Junge. Yo, the name is Leon Kuwata. What's up? What's up? Ich hab ihm keine Stimme gegeben. Oh, erster Baseballstar! Oh, shit! Du siehst aus, als würdest du bei jedem Spiel deinen Baseball kaputt machen. Also, dein Schläger. I recognize that name. Ja, jetzt ich ja auch, ne? Der hat auch einen Rasengarn. Nur mit weißen Augen. Ach, deswegen habe ich ihn nicht erkannt. Auf dem Bild hat er kurze Haare. Ja, er hat auch eine Triple H Phase. He played for the National High School Camps as the Cleaner Pitcher. The Ultimate Baseball Star. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ein Cleaner Pitcher auf Deutsch ist. Also. Wahrscheinlich, wenn jemand an der dritten Stage ist und dann holen sie den rein, damit der passen kann. Das kann sein. Mann, wie sehr wünschte ich, dass Baseball in Deutschland eine größere Sportart wäre. Dann wüsste ich, was das heißen würde. And that superb athletic specimen is... Hä? Der ultimative Baseballstar, hast du doch gerade schon gesagt. Ich verstehe Makoto nicht. You! Seriously! Ist enttäuscht. Mann, wie spreche ich denn? Gib ihm so eine Raucherstimme. Ne, ich bleib beim Surfer Dude, weil er Yo, what's up gesagt hat am Anfang. what's wrong? Nothing? Nothing. I'm just surprised. I figured with you being the ultimate baseball star and all. Ja gut, er sieht jetzt nicht aus wie ein baseball star, muss ich echt schon sagen. Sieht mir aus so, als wäre er gerade von einer Linkin Park Probe gekommen. Als neuer Frontsänger. Mir platzt da frei. Eben. Ne? Kann ja sein, man weiß es nicht. What? Were you expecting some kind of shaved... Some kid with a shaved head? Some kind of a shaved head. Ja, das habe ich auch erwartet. Aber ein Kind dann noch dazu, das wäre vielleicht besser gewesen, ja. Shaved head? Glatze? Für die, die es nicht wissen. Offensichtlich trägt er kleine Glatze, ja. Ah, es geht weiter. Du fühlst, jedes zweite Wort ist scheiße von mir. Also, nicht das Wort scheiße, sondern... ne? Das wäre ein bisschen kriegst du scheiße, scheiße. no, I was just expecting more of a, you know, sporty looking traditional baseball player type. Sehen die nicht eigentlich, sehen nicht die Baseballspieler eigentlich alle recht untrainiert aus? Also überhaupt nicht sportlermäßig? Ich habe keine Ahnung von Baseball. Ich müsste mich dann nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich auch nicht wirklich, aber von dem, was ich so alles im Fernsehen gesehen habe, aus Filmen, kommen die mir halt sehr unsportlich vor.
Also so wie ich halt, ne? Und du siehst zu sportlich für einen Baseballspieler aus. Und das soll schon was heißen. Okay, ja, dann muss ich Makoto doch recht geben. Leon sieht sehr dünn aus. Ist jetzt nicht so unbedingt den ich jetzt auch erwarten würde. Da hat er recht. I mean, when I found that article and picture of you online, that's how you look then. Ja, das... Makoto lernt gerade die Zeit kennen, also Veränderung und so. Er weiß, was Vergangenheit ist. Ja. What? Oh man, you found that picture of me playing baseball. Seriously, I hate that picture. Ich glaube, die Stimme passt nicht wirklich zu ihm, aber das ist mir jetzt scheißegal. Es gibt ihm Charakter. Ja. Also, wieso hast du das Bild? Der kann doch auch so auflaufen. This is not cool, dude. This is so not cool. Seriously, I'm like mega embarrassed right now. Okay, doch, die Stimme passt. Jetzt, das, so wie er das sagt, das ist super, das ist Suffer Dude-mäßig. Das ist sehr gut. Wieso ist halt nicht der ultimative Surfer? Gibt's so einen in der Schule? I didn't have a choice, okay? Shaving your head like that is part of a national championship regulations. Achso. Gut, damit hat sie meine Frage übrig, mit hätte er nicht auch so spielen können. Nein, hat er nicht. Gut, dass wir das gleiche sagen. Oh Gott! Ja, hallo. Bye. You know, I refuse to cut my hair. I'm not gonna dye it back to normal either. Dude. So streckt er eigentlich dabei seine Zunge raus? Seh ich jetzt erst. Willst du mir dein Piercing zeigen? Sieht schön aus. Hey, listen. Actually, I can be totally honest with you. You know, I don't like baseball. Like, at all. I've never gone to a single practice. Naturtalent nennt sich das, mein Lieber. Er mag kein Baseball. Spielt es aber. Wieso spielst du eigentlich nicht, mir fällt jetzt keine. Wieso spielst du eigentlich nicht Cricket? Cricket. Es ist doch egal, ob du es magst oder nicht, aber vielleicht bist du ja richtig gut drin, ne? So stelle ich mir halt seine Logik vor. So. Ja, gut, im Baseball, ich mag's aber nicht, ja, okay. Mach ich's halt aber trotzdem. He never practiced. And he was still his team star player. He's some kind of prodigy. Ja. Kann man so sagen. Das ist der Sinn dahinter, wenn man nicht trainiert, ne? Das, und man trotzdem in etwas Gutes. Dass man darin dann ziemlich gut sein muss. Natürlich. Makoto lernt gerade Wunderkinder kennen. Yeah! Oh, mein Gott! Nimm dir eine Beruhigungspille. Reg dich mal ab. Ich war gerade in meinen Gedanken drin, da brauchst du nicht so gleich hier so, Junge, boah, Baseball, ich hasse es, Prügel mein Baseball. And as soon as I got accepted here, I quit baseball for good, you know. I have my own dream for the future, or something. Something. Ja, die Surfer-Sachen müssen da noch reinkommen, weißt du? Ah, ja. Außer das eine Mal irgendwie benutze das nicht so wirklich. Möchte wissen, a dream for the future? Wollte ich gerade sagen, ich möchte wissen, was dein Traum ist. Opernsänger. Das ist alles erklärt. Es war nah dran, ne?
My only path in life is getting into music, you know? You can feel that star quality aura I have, right? Naja. Er sieht aus wie einer aus von Linkin Park, haben wir ja gerade schon festgestellt. Eben. Also von daher, ja, also. You know what I mean. Gut, dass du sagst, you know what I mean. I'm gonna be a singer, so all I need is a songwriter and someone on guitar who will set, you know what I mean. Ja, Linkin Park sucht einen neuen Frontsänger. Ich hab gehört, da könntest du vielleicht einen Platz finden. Ich drück dir die Daumen. How cool is that? Ja, ist super cool. And this world, new version of me, the chasing after my dream is like super cool to the max. Bro. Ist das mein Quiddle, was? Ich versuch so ein bisschen die Aggressivität von ihm da reinzubringen, aber das geht nicht mit einer Stimme, die automatisch chillig sein soll. Chillige Aggressivität gibt's nicht. Das ist so wie todlebendig. I can't believe what I'm hearing. I never imagined I hear something like that from a baseball all-star. Nein! Jemand hat Träume. Oh Gott! Ja. Ist ja unglaublich, dass Leute auch noch was anderes machen. Nach ihrer Professionalität. Wie konnte Cristiano Ronaldo nur ein Model sein? Tja, geht ja gar nicht als Fußballer. Hätte ich nie gedacht, so. Ja, das war Leon. Also, ich fand das Gespräch mit dem Fanfic-Creator viel interessanter. Du bist sehr uninteressant, Leon. Daran solltest du arbeiten. Wenn ich jetzt dann nochmal draufklicke, kriege ich den gleichen Dialog? Ich glaube nicht. Also. I'm sure if you were to observe my work, Mr. Miyagi, you would comprehend its greatness immediately. Ja, so klingt er bei mir. I don't think I want to comprehend it. Ja, das ist so, geht uns alles. Okay. Nur nochmal, weil ich nicht mehr weiß. Achso, okay. Immer der letzte Dings wird nochmal wiederholt. Gut, gut zu wissen. Ich kann ja die. Ich möchte mal sagen, die Proportionen vom ultimativen Fanfic Creator sind sehr interessant. Absolut. Deine Füße würden abbrechen. Aber coole Turnschuhe. Ja, ne? So, Sayaka. Jetzt kann die Frauen sprechen. Sayaka, mein Sohn. Oh, danke, danke. Vielen Dank, dass du mir diese Arbeit abnimmst. Die Person mit einer einen Frauenstimme bedankt sich. Jungs, ich finde jetzt unseren aggressiven Hitler-Typ viel interessanter. Nein! 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 Geh nicht wieder um! Danke. Nein, ich krieg das nicht versehen. Was ist los? So, jetzt finde ich ihn wieder interessanter. Du wirst den Kopf verdecken. So, Sayaka, Maisono. Maisono? Maisono. Okay. Zwei Vokale hintereinander verwirren mich im Japanischen. Hi, I'm Sayaka Maisono. I look forward to getting to know you. Weißt du meine Synchronstimme? Ich hab mir gerade mein Bestes dafür gegeben. Ja, danke. War einzigartig, du klangst fast so wie eine Frau. Muss ich echt sagen. Hi, Sayaka. Ich sag einfach nur Say. Hey, Say, sag mal. Sayaka ist aber richtig. Sayaka. Ach so, die ultimative Pop-Sensation. Natürlich. Sieht zwar aus, als wärst du gerade aus einer Emo-Band geflohen, aber klar. Vielleicht kann man so auch eine ultimative Pop-Sensation werden. Also manche Leute habe ich mir echt anders vorgestellt, aber gut, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Charme. The way she moves is positively mesmerizing. And that
pleasant scent I can't quite place. Hmm. Darf ich dich abriechen? Von oben nach unten? Darf ich dein Badewasser haben, um das zu riechen? Ich hab's nicht so ist ein Badewasser. Sayaka Maizono. Hör auf, Makoto, sag dir diesen Namen nicht. When I saw her name in that thread online, frankly, I was pretty surprised. Ich kannte diesen Namen nämlich gar nicht und wusste gar nicht, dass die eine Pop-Sensation war. Eine Pop-Sensation, hä? Ja, so, ich höre immer die beliebtesten Lieder auch, ja, was ist diese Pop-Sensation? Achso, ja, stimmt. Das ist der Durchschnitt, ne? Ja. Selbst wenn du Mainstream bist, auch zu Mainstream. Wäre jetzt so für den Vergleich nach Deutschland. Das müsste dann doch Helene Fischer sein. Dann wird Egli. Ja. Achso, ich bin. Redet ja noch. She's in a pop group famous all across the country. In fact, she's the lead singer. Darf ich euch vorstellen? Die japanische Version von No Angels? Wahrscheinlich sogar noch besser als die eigentlich No Angels. So nicht fair. Ja. Okay. As the ultimate pop sensation, she is in high demand to appear on TV and in magazines everywhere. Das ist klar, ne? Ich hoffe doch ihre vier Kolleginnen auch. Wieso ist sie eigentlich die ultimative Pop-Sensation, aber ihre Kolleginnen nicht? Das ist sehr gemein. But actually, that's not the only reason I was so surprised to find out she'd be going to this school. Okay. Jesus, Makoto. I'm sure she doesn't remember, but... Sie waren auf einer Schule zusammen. Ich call's jetzt schon mal. Well, never mind. No matter how you slice it. She's really beautiful. Almost like a doll or something. Mein Gott, Makoto. Jetzt spann mich doch nicht auf die Folter. Hättest du doch so gleich sagen können. Das ist voll gemein, Makoto. Natürlich, sie ist eine ultimative Pop-Sensation. Das ist nicht irgendwie Sinn der Sache, dass sie sehr perfekt aussieht. I'm not a doll, you know? I'm alive. Ja. Woher weiß sie, dass Makoto das gesagt hat? Hat das gedacht? Sie kann Gedanken lesen. Hä? Did you hear me? Ich kann jetzt nicht wirklich Gedanken lesen, oder? Ich habe jetzt nicht diesen Plot Twist gespoilert. Ich bin Gedankenleserin. Oh. das ist so. Will ich nur mal anmerken. Wir haben noch den ultimativen Psychic vor uns, oder so. Weil ja, der war ja auch noch da irgendwie. Vielleicht ist das der Militärbursche. Da muss irgendwas Verrücktes sein, was ich liebe, sonst bin ich sehr enttäuscht. So, in deiner Gegenwart nicht mehr denken. Hä? Genau, so würde ich auch reagieren, wenn jemand sagen würde, ich bin Gedankenleserin. Hä? Wie jetzt? So wirklich Gedanken? Was denke ich gerade? Genau, das stimmt. Das ist wieder diese Grundstimme von dir. Kidding. Alter, das ist really good intuition. Ich fühle mich gerade selbst verarscht von der. Ja. Du wurdest gerade doppelt bambuselt. Nicht nett, Spiel. Das mag ich nicht. She is a sharp one. Ja, und scharf ist sie auch. Ja. Und attraktiv auch.
Musst du da noch eine Schippe drauflegen. Hey, Hey, bei any chance. Also ich finde diesen Dialog zwischen den beiden klasse. Hör mal, was, ne? Now what? Yeah, it must be. I'm sure of it. Jetzt finden wir es raus. Die waren zusammen auf einer Schule. Hey, Makoto, did... Ah. Just hold on! Ich liebe dich, Adolf Hitler mit Rasengarn. Ich hasse dich aber auch. This guy's... How long did you plan to waste our valuable time? With this ridiculous back and forth? Also ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Aber auch einfach nur, weil ich gerade sehe, dass wir schon 20 Minuten lang aufnehmen. Für diese Folge. Wir sollten weniger Trash talken, damit wir schneller durchkommen. Ja, das Spiel gibt uns gute Vorlagen, du. Okay, nächstes Mal weniger Trash Talk, mehr Story versprochen. Ja. Das kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach, tschüss. Tschüss.